Bäckereien können wir hier auch wegreißen, weil wenn wir unsere Produktion nach da drüben verlagern, brauchen wir das alles hier nicht mehr. Würde ich mal behaupten. Und genau das gleiche wird dann... Was ist das? Bauernhof? Achso, mit der Mühle. Okay, ja, Mühle kann auch weg. Ich reiß hier gerade einfach mal meine halbe Basis ab. Also warum nicht? Warum nicht? Ich greife jetzt an. Komm. Von nix gibt nix. Wir haben keine einfache Nahrung mehr, Nahrung mehr, Nahrung mehr. Wir haben keine einfache Nahrung mehr und die muss ich besorgen. Dafür gehen wir jetzt kämpfen, wir jetzt kämpfen, wir jetzt kämpfen. Dafür gehen wir jetzt kämpfen und zwar mit diesem Pimmel. Scheiße, da sind noch Türme. Nein! Warum sind denn da noch Türme? Wenn er gut ist, frage ich bei meinem Abschluss, ob das Lied gespielt werden darf. Der Remix wird für mich sein, hab keinen YouTube-Kanal. Oh, das ist ja kacke. Das sind ja Türme. Wo rollen die Kanonen denn jetzt hin? Lol, guck mal, die gehen da unten ins Wasser. Statt auf die andere Seite der Brücke gehen die hier unten ins Wasser. Richtig logisches Spiel. Und die treffen von da unten natürlich auch. Klar. Dieses Spiel ist richtig hart an der Realität. Der Bug ist immer da. Hat sich da etwa noch ein Bug versteckt nach so vielen Jahren? Ich glaube es auch. Beste Kanoniere Atlantis habe ich ausgebildet. Ach so, das sind die, die müssen eigentlich unter Wasser sein und damit sie wenigstens ein bisschen Wasser haben, haben sie sich dann in den reißenden Fluss gestellt, der auch überhaupt gar keine Strömung oder so hat und die Kanone kann da einfach ganz normal gefeuert werden. Alles legit hier, alles legit. Komm bitte einmal noch schießen. Shit, die Kanone ist noch down gegangen. Naja, das sollten wir schaffen, oder? Ich weiß es nicht, aber eigentlich würde ich das schon gern schaffen hier. Guck mal, wo laufen die denn jetzt schon wieder hin? Das schaffen wir doch, oder? Okay, die Pikeniere sind schon down. Ja, okay. Alles klar. Haben wir gewonnen. Dann können wir jetzt endlich hier wieder anständig unsere Produktionsketten bauen. Nennen sie etwas, das man aus Steinen macht. Einen Steinmenschen bauen. So, kann ich hier nirgendwo einen Scheiß... In dem Wasser sind, bekommen sie 5 mehr Schaden beim Schießen. Jedoch verlieren sie diesen Schaden, sobald die Kanonenkugel aus dem Kanonenrohr ist. Alter, du laberst manchmal so eine Scheiße, ey. Das ist Wahnsinn, die Fighter. Wisch dir mal den Mund ab, ey. Haben wir hier auch Fisch?
Hat dieses Gebiet Fisch? Glaube nicht, oder? Sehe es gerade nicht. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Muss man erstmal drauf kommen. Das ist tatsächlich richtig. Ich weiß nur nicht, ob das so gut ist, dass man da erst noch drauf kommen muss. So, also hier können wir jetzt schön unsere Farmen bauen. Zack. Darüber ganz viel Getreide. Und hier. Machen wir es hier hin. Nochmal ganz viel Getreide. So. Das lasse ich liegen. Steine kann ich auch liegen lassen. Okay, dann brauchen wir. Dann brauchen wir hier. Ah ne, insgesamt brauchen wir hier natürlich auch noch. Den baue ich hier mit dazu. So. Abholzer. Die Holzmaschinerie. Und dann bauen wir Schafe. Die bauen wir hier hin. Hier hin. Hier hin. Schaf. Schaf, Schwein. Und dann brauchen wir hier natürlich Brunnen. Mach mal zwei Stück. Da. Wo? Also Getreide und das Gedöns. So, jetzt haben wir hier. Brauchen wir ein so ein Ding hier für Mühlen. Das setzen wir einfach hier so in die Pimpernellen. Pampanein, Pudelitzens, wie auch immer. So. Und dann kommt hier unser Häuskes. Mit Brot, Bier. So. Dann bauen wir daneben noch ein Häuschen. Mit Weben und Papier. Werde nach diesem Stream 2016 kein Siedler 7 schauen. Ja, dann kannst du ja 2018 wieder Siedler 7 schauen. Wenn du 2016 nicht schauen möchtest, brauchst du ja auch nicht. Was du letztes Jahr nicht gucken wolltest, interessiert doch nächstes Jahr nicht. So, die Weberei können wir hier wieder abreißen. Und die Schneiderei auch. Das verlagern wir mit hier rüber. Hier bauen wir nämlich dann noch ein Häuskes hin. Wo bauen wir das hin? Das bauen wir hier hin. Hier. Hm. Dann machen wir es hier. Können wir nämlich da drin noch ein Lagerhaus bauen. So. Und hier kommt Weber. Ach so, wir haben ja schon einen Weber. Dann machen wir hier nochmal Papier, oder? Ja, komm. So, dann brauchen wir aber hier ein großes Wohnhaus noch. Eins großes Wohnhaus mit Schneidern. Buchbinder. Eigentlich auch Goldring, aber das machen wir am besten oben. Machen wir zweimal Schneider. Und dann gehen wir hier rauf und hier machen wir noch so ein Goldding hin. Hier, Goldring-Gedönse. Kannst du den Unterschied finden? Ja, kann ich. Dazwischen ist ein Lull und einmal hast du LOL mit 2L geschrieben. Und einmal hast du immer nur Lololololo geschrieben.
Das ist zu einfach, mein Freund. Das ist alles viel zu einfach für mich. Ist ja nicht so, als wenn ich von gestern wäre, ne? Nicht? Nicht wahr? Wir könnten eigentlich handeln, oder? Wir können auch handeln. Haben wir nicht zu viele Klamotten hier? Guck mal. Können wir mal ein paar Klamotten wegbringen. Ach, genau, die Kirche fehlt noch. Ha, 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 ha. Das Wichtigste, fast vergessen. Eine Kirche. Gut erkannt. Das war aber noch nicht mal schwer. Strecken. So, wir haben noch immer die Hasengeschwindigkeit drin, oder meine ich das nur? Haben wir nicht mehr? Warum war denn keine Hasengeschwindigkeit mehr drin, verdammt. Wer hat die rausgemacht von euch? Jetzt gebt es aber zu. So, wie war das hier? Was muss ich hier machen? Ach ja. Allem Anschein nach, das Ergebnis Naturgewalt. Da muss ich was hinliefern. Ach du Scheiße. Ja, das können wir machen, ja. Das ist kein Problem. Yaugi war's. Was? Und hier musste ich irgendwie bekehren? Ah ja. Okay. Das ist ja bislang nicht so teuer, aber hier wird's dann... Ja, okay, ich wusste es. Ich wusste, da gibt's einen Haken. Mein erster Schritt, um meinen Gegner auszuschalten. Ups, das war nicht mein Evil-Tagebuch. Was wartet hier so auf uns? Ein Turm und... Ach du Scheiße, okay. Alles klar. So, hier werden langsam Sachen rübergebracht. Jetzt geht das hier ins, jetzt kommt das hier alles ins Rollen. Das ist doch wichtig. Kommt alles ins Rollen. Ja, mal gucken, ob es sowas nicht sowas... Warte mal, das ist eigentlich eine witzige Idee gewesen, die der Twitch-Chat-User hatte. Das gibt's bestimmt. Betting, Rolling, Events, Minigames. Currency. Betting. Also es gibt Minigames. Es gibt Minigames. Counter, Q. Song Request, Giveaway. Aber ich sehe nicht, das würde natürlich funktionieren, wenn ich das so mache wie damals, dass man bezahlt und dann eine zufällige Zahl würfelt, aber die kriegt man nicht direkt gut geschrieben. Das ist das Problem. Tja, ich werde mir was einfallen lassen. Vielleicht ist das eine ganz witzige Idee. Ich
werde gucken, ob ich das hinkriege, dass man tatsächlich eine gewisse Coin-Anzahl angeben kann und man eben damit so eine Art Wette machen kann mit der Chance auf mehr Münzen. So glücksspielmäßig. Das ist eigentlich eine witzige Idee, muss ich mal sagen. Finde ich tatsächlich ist eine witzige Idee. Dann sind das 20, 30, so. Und dann müssen wir, nein, die Armee darüber bringen. So. Du kommst mit darüber. Was mit dir? Du hast hier sind überall Bäume. Kann doch nicht sein, dass du kein Holz mehr findest, Alter. Was ist los mit dir? Läuft hier alles langsam an. Das ist schon mal ganz schön. Die Mühle steht auch. Ich glaube, wir brauchen noch einen Bauernhof mit ein bisschen Getreide. Vor allem will ich hier gerade mal einen Weg durchziehen, glaube ich. Oh, komme ich nicht mehr durch? Oh, das ist ja doof. Hm. Aber ich kann die Wege versteinern. Warte. Geht das alles noch ein bisschen schneller hier? Bei so viel Stein, was ich habe. So. Geht das alles hier ein bisschen flotter, würde ich mal sagen. Jetzt können wir hier nämlich noch eine Getreidescheune bauen. Nur um sicher zu gehen. So, und das Ding muss auch aufgerüstet werden. Jeder Lagerhaus muss auch auf. Ach, das habe ich schon drin. So. Okay. Was ist das? Festplatz. Für die Feierlichkeiten, weißt du. Festplatz für eins Feierlichkeit. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ah ja, stimmt, da war ja noch was. Hier. Ne, hier. Was haben wir denn da schon drin? Ach, wir haben schon alles drin, abgesehen der Waffen. Was? Das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Die Waffen müssen ja dann jetzt auch Stück für Stück kommen. Ein Gebäude ausgebaut. Gebäudeausbau fertiggestellt. Wie sieht das hier sonst aus? Gold, da brauchen wir ein paar mehr Geologen. Bei dem Eisen läuft das soweit. Kohle ist schon wieder ein bisschen erschöpft. Gold genau umgekehrt. Die Holzfällerhütte. Kann ich da nicht abholzen? Ah, okay. Kann ich. Oh, hier ist auch wieder empty. Da ist zu viel.
Und da muss ich auch abbauen, alles klar. So, einmal wieder unsere Produktion hier in die andere Richtung drehen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Hier schon mal die Lagerhäuser wieder eins höher pushen. Soweit möglich. Dem Ganzen fehlt da Wasser. Bauen wir da noch ein bisschen Wasser hin. Ja, und so bauen wir uns hier gerade auf. Aber wir dürfen nicht vergessen, Gebäudeausbau fertiggestellt. Wir benötigen ein bisschen was von allem gerade. Also gerade Waffen sind ein bisschen knapp. Woran scheitert es sonst noch? Ach krass. Da ist eigentlich fast alles drin, wa? Gold, okay, an Gold scheitert. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ich hatte doch bestimmt. Ja, das kann da weg. Klamotten müssen ja im Prinzip hier hin, ne? Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Das erstmal hochrüsten. Damit wir die Klamotten direkt dahin bringen. Bringen wir noch ein bisschen was weg. Gebäudeausbau fertiggestellt. Also wenn die Holzfäller jetzt schon anfangen zu meckern, dass die kein Holz mehr finden, ne? Und das, obwohl hier das ganze Gebiet voll mit Holz ist. Ja, das glaube ich ja nicht. Das kann es ja nicht sein, oder? So, die laufen alle ganz gut, sehe ich. Alle im grünen Bereich, die hier nicht so, weil die kein verficktes Wasser bekommen. Ganz ehrlich, dann soll die scheiß Schaf halt Cola trinken. Euer Gebäude wurde ausgebaut. So wie meiner einer. So, das ist auf Maximum hier. Das auch. Das kann höher. Ja, ich erinnere euch nur nochmal dran, ne? Denkt daran, ihr könnt hier Spiele gewinnen, indem ihr Glückszahl eintippt, wenn ihr ein paar Münzen übrig habt, die ihr fürs Zuschauen nur einfach so bekommt. Also, alles geschenkt, kostenlos und ohne irgendwelchen Schnickschnack. Die Spiele bekommt ihr dann ab Ende des Streams, solltet ihr denn gewonnen haben. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Und diese Chance würde ich mir nicht entgehen lassen, denn da sind ein paar richtig schmucke Dinger bei. Ich habe jetzt auch wieder neue Spiele tatsächlich. Also wenn Interesse besteht. So, wie sieht das denn jetzt hier aus mit Brot? Wo haben wir denn hier? Papier, Weber. Wo habe ich denn hier das Brot? Da, Weber. Habe ich Papier, Weber, Papier, Weber gemacht? Ah, da sind meine Bäckereien. Okay. Gebäudeausbau fertiggestellt. Wie viel Getreide habe ich so? 35. Wie viel Mehl? 8. Dann können wir doch hier bestimmt noch eine Bäckerei bauen. Also es scheitert hier tatsächlich gerade so ein bisschen am Wasser. Ey, was ist das denn? Brauche ich hier auch noch einen Brunnen hin? Es sind wieder Spiele dazugekommen, genau. Ich wollte das jetzt gerade noch ein wenig ausführen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Mal gerade. Das ist das falsche Fenster. Hier. Ups. Also, es gab mal eine Zeit, da habe ich ja regelmäßig Spiele weitergegeben.
Jetzt zum Beispiel zu Weihnachten gab es ja eine 100%ige. Du kommst doch gar nicht mit dem Verschenken hinterher, wenn du immer wieder neue Keys bekommst. Ja, aber was soll ich denn machen, Leute? Was soll ich denn machen? Ich muss doch immer wieder was Neues bieten können. Ich habe auch vor, eventuell die ein bisschen runterzusetzen. Wo habe ich das denn jetzt? Da, okay. Hat jetzt geklappt? Ja, okay. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ich will die ja loswerden. Ich habe auch überlegt, vielleicht die Zahlen nicht mehr zwischen 1 und 100 zu machen, sondern zwischen 1 und 50. Aber das Problem ist ja, ihr könnt ja mehrfach mitmachen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 2-3 Stunden streame, dann könnt ihr in der Zeit so viele Coins erhalten, dass ja jeder theoretisch immer zweimal oder so mitmachen kann. Und dementsprechend gibt es ja... Gebäudeausbau. Verify the code. Raste aus. Und von daher finde ich, sind 100 Zahlen eigentlich ganz gut. Und... Ihr wart erfolgreich in der Erfüllung einer Quest. Okay, danke. Ja, danke. Ja, hier ist der Code. Ich habe gerade eine Quest erfüllt. Es tut mir leid, dass es ruckelt. Das liegt daran, weil ich gerade in einem anderen Fenster bin und das Siedler irgendwie nicht mag. So. Ach, das war's schon. Ja, geil. Das war richtig, richtig krass. Ach so, hier. Der Erdrutsch ist weg. Habt ihr das gesehen, wie krass das war? Boah, da müssen wir bestechen. Wahnsinn. Und da. Wow. So, unsere Infrastruktur läuft, würde ich sagen. Ich habe jetzt die Siedler. Kann man irgendwie eine Freundesanfrage schicken? Ja, kannst du. Einfach über Uplay kannst du mir eine Freundschaftsanfrage schicken. Warte kurz. Wenn du bei Uplay... Ja, wenn du bei Uplay da oben auf Freunde und Gruppen klickst. Du kannst mir ja mal kurz deinen Namen flüstern, dann add ich dich. Dann machen wir es so rum. Flüster mir mal kurz deinen Namen, dann add ich dich. Ach so, du wolltest... okay, ich bin gar nicht... Ich bin raus. Ach so, okay. Ja, dann addet ihr euch untereinander. Das ist ja noch viel einfacher dann für mich. Dann habe ich ja gar nichts damit zu tun. Das ist ja noch besser. Sorry, ich dachte, ich wäre auch irgendwie damit gemeint. Das, wusste ich nicht. Dann addet euch untereinander. So. Also, genau, wo war ich? Ich wollte gerade sagen, dass ich wieder ein paar neue Spiele habe. Und ich will ja auch mehr Spiele loswerden. Ich habe Uplay nicht mehr installiert und ich weiß nicht einmal mehr, wie ich heiße. Google setzt Downloaden ein. Wie heißt du auf Uplay? So wie ich hier heiße. Muss ich erstmal nachschauen. Ja, hier. So wie ich hier heiße. Halt Jabo LP. Wo kann man das denn jetzt hier zeigen? Da? Kontakte? Ihr müsst einfach hier, glaube ich, nur mich suchen. Hier, so. Ich weiß nicht, ob ich mich selber suchen kann. Alles klar. Dann schreibe ich es mal anders. So. Okay. Also es gibt... Man hat mich auf jeden Fall, wie ihr seht hier. Ich habe schon ein paar Leute drin. Also mein Uplay-Account ist halt eigentlich Jabu LP. So wie es halt nun mal bei mir immer ist.
Deswegen wundert mich das, dass ihr mich nicht findet. Aber das können wir ja alles nachher machen. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir alles hin. Machen noch eben die Kampagne fertig und dann machen wir das. So, wie sieht das denn jetzt hier aus? Okay. Da sieht man's, da.